Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Huha. Und ja, in der letzten Folge haben wir die Schattenlande ja so ein bisschen erkundet und hier und da, weiß ich nicht, ein paar Sachen gefunden, ein paar Sachen entdeckt, ein paar Leute erledigt, wir sind ein paar Mal erledigt worden und ja, ich habe gerade gesehen, ich habe alles in diesem Gebiet gefunden, das ist nicht schlecht. Gut, so viel dazu, dass ich da habe ich noch nicht alles. Ja, okay, da ist noch ein Weg. Okay, sehr gut. Hier habe ich alles erkundet. Hier habe ich alles erkundet. Darauf sollte ich irgendwie achten, so während ich hier schon das erste Mal durchlaufe. Damit ich irgendwie. Oh Gott. War mir jetzt nicht sicher, ob ich da springen konnte, aber. Hi. Okay. Was bist du denn für einer? Ja, warte mal, ich habe eine Idee. Boom. Los, komm, schieß noch mal auf mich. Ah. Doch, ich sehe dich jetzt nicht. Na. Ich mal ganz kurz durch. Oh, ich dachte, er hat noch nicht mal HP abgezogen, er hat einfach nur Ausdauer abgezogen. Von dem Typen. So, okay, komm her. So. Ich werde dich kriegen, Jedi. So. Okay, der ist noch relativ durchschaubar, finde ich jetzt. Okay, der war jetzt. Der war noch relativ einfach. Ich glaube, das war der einfachste Auslöschungstruppler bisher. Der war aber auch sehr langsam, finde ich jetzt. Okay, hier ist eine Rutsche. Warum ist da eine? Ah, weil da eine Truhe ist. Bin ich schon gewundert. Sieht ein bisschen verdächtig. Ist mir gerade mal nicht schwer aus der Hand gefallen, als ich runtergefallen bin. So, jetzt aber. Ich hasse diese Dinger irgendwie. Kann ich da nicht so richtig steuern, habe ich so ein Gefühl. Zeig mal, was du gefunden hast. Aufklärer. Jetzt muss ich BD schon wieder ein anderes. Ich habe den gerade erst geändert hier auf so rot. Ich muss den ja immer anpassen an meinen Klamotten. So muss ich nicht, aber müssen nur ihrem Partner look rumlaufen. Hallo, so, so, nee. Machen wir nicht. Weil wäre aber so gut gewesen, wenn ich irgendwie den Auslöschungstruppler erledigt hätte durch die reflektierten Blasterschüsse. Aber ich habe den nicht gesehen irgendwie. Ich habe die Blasterschüsse nicht mehr gesehen, als er nah genug an mir ran war. So, 66% erkundet, eine Truhe von einer. Also erkundet nehme ich mal an, alle Gebiete hier gesehen, ne? Ich wollte gerade meine Karte aufrufen, aber der bewegt sich von allein. Oh, der Typ. Was ist das? Eine Baraka-Schrottratte spielt Jedi. Das ist eine Frau? Ich habe dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon oder ist das nicht der eine von Anfang? Ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Nee, ist nicht der gleiche, ne? Er hat irgendwie so am Anfang gesagt, ich habe den Jedi. Oh Gott. Wow, kommt jetzt hier im Bosskampf oder was? Ja. Okay, ich nehme an, die schießt nicht auf mich. Seid ihr ein Crash Bandicoot Level? Ah! Ich glaube, ich bewege mich einfach mal. Ich nehme jetzt mal stark an, hier gibt es nicht irgendwie Sachen zum Erkunden oder so, ne? Weil ich um mein Leben renne. Okay, ich glaube, ich musste hier durch. Gut. Ich bin eigentlich nur aus Versehen runtergefallen. Ah! Okay. Das Gute ist, die Dinger sind irgendwie automatisch irgendwie so am Zielen, wenn ich am Springen bin.
Oh Gott. Ich werde irgendwie so an den herangezogen, habe ich so früh. Ja. Ist übrigens ziemlich episch gerade. Ja, okay. Habe ich doch noch irgendwie geschafft. Ich wollte gerade sagen, einen Fehler muss ich natürlich hier machen. Nämlich irgendwie an diese, an dieses Minispiel von Kingdom Hearts 1. Den, in dieser Tarzan, wo man diese Rankenrutsch hier machen musste. Wat? Was ist das für ein Ding? Ein Riesenvogel. Ich muss auch gerade einen in Tales of Vesperia aufsuchen. Vielleicht war der das. Er beschwert sich wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit das Projekt pausiert habe und nicht weitermache. Hey, du musst mich doch besuchen kommen. Ah. Ist das einfach ein bisschen Frustration hier in Star Wars aus, ne? So funktioniert Let's Plays. Senpai notice me. Oh, keine Ahnung. So. Ich irgendwie eine Karte. Wenn ich eine Karte, da ist eine Truhe. Wenn ich eine Karte habe, dann kann ich sehen, ob ich hier meine Erkundung hier irgendwie nötig ist oder nicht. Weil wenn hier keine Truhe ist, dann brauche ich jetzt hier nicht rumsuchen, ne? Rumkugeln tun, rumkugeln. Schon wieder ein neues Material. Ich habe jetzt irgendwie drei Materialien unter Wasser gefunden. Auf einem Planeten. Oh, Speicherpunkt. Okay. Keine Karte leider nicht unter Wasser aufrufen. Was irgendwie keinen Sinn macht, weil da ist ja irgendwie so ein Hologramm von BD1, oder? Und der kann ja auch unter Wasser scannen, ne? Also, warum geht das nicht? Und für den Ursprungsbaum. Ja, da muss ich doch hin, ne? So, habe ich irgendwann verpasst? Nö, sieht nicht so aus. Boah, guck mal, wie weit wir gerutscht sind. So. Okay, Erkundung läuft richtig gut, finde ich bisher. Ich muss nicht so viel backtracken, ja. So, wir sparen immer noch für diese eine Fähigkeit. Also machen wir noch ein bisschen. Also die Hälfte. Hi. Nein. Na. Ah. Ich würde die gerne umgehen. Na, der ist bei den anderen explodiert, gut. Okay. Also das Spiel macht schon Spaß, also ich weiß nicht, wieso ich das jetzt unbedingt ansprechen wollte, aber das Spiel macht schon verdammt Spaß. Also ist definitiv eins der besten Star Wars Spiele in den letzten Jahren. So viel schon mal klar. Jawohl. So. Oh Gott. Ich wollte eigentlich nicht in die Grütze da reinspringen. Warum gehen die nicht aufeinander los? Ey, das sind zwei verschiedene Viecherarten, ne? Keiner von denen geht aufeinander los. So, hier unten ist aber auch nichts, ne? Gut. Ich muss. Ja, wo muss ich hin, ne? Da. Truhe. Ah, natürlich Truhe. Warte mal. Kann ich euch da runterschmeißen? Einer ist weg, das ist gut, ne? It's good. Nee, das. Nee, ich muss das riskieren. Hup, voilà. So, das Glück war das hier. Ich dachte, ich habe mich versprungen. Ja, und los geht's. Oh, ich habe da nicht bekommen. Nein.
Ah, direkt, das heißt, ich muss die erledigen, ne? Soll ich denn das machen? So, einfach gehen und dann tschüss. So. Warte mal, ich habe doch diesen Machtangriff aus der Luft, ne? So, ich gebe den einfach zwei Angriffe, dann bin ich weg. Tschüss. So, ihr kommt mal hier hin. Ich würde euch gerne hier runterschmeißen, wenn es geht. Genauso. Nein, das gibt's jetzt nicht. Kann auch vielleicht nicht schaden, wenn ich alle auf einmal treffe. Oh, einen habe ich erledigt. Schneckenviech, ne? So. Nein. Spring doch. Danke. So, ich würde euch gerne mal hier runterspringen, ne? Runterschmeißen, wenn es geht. Da, ich dachte, er wird die. Ich dachte, er wird die irgendwie weghauen oder so. So, jetzt bei dieser eine Fähigkeit, womit ich Macht regenerieren kann, mit Stims recht nützlich, aber ja. Nein, das war zweit. Gott. Nein. Nicht jetzt, nicht nach all dem. Hier oben. Ja, kostet auch Macht, ist klar. Ja, jetzt denken natürlich wieder alle irgendwie, ich wäre voll cheaten oder so, aber habe ich mal gesehen, wie viel die abziehen. Wie schnell hat hier. Greif den an! Wie schnell hat hier Downhill gehen kann. So. Glaube ich das erste Mal, dass ich diese Viecher erledigt habe, oder? Nee, nee. So, für was haben wir da alles gemacht? Material? Lass mich raten. Hey BD, siehst du mal an. Ha, da war wirklich was drin. Rover. Ja, sehe ich krass aus, sehe ich krass aus. Ja, sieht BD1 krass aus, sieht da krass aus. Ha, 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 ha. So. Wir haben noch 4 Stimpacks. Für sowas ist dieses Stimpack-Upgrade nicht schlecht. Also wenn du in solchen Situationen bist, du musst noch überleben, dann ist das nicht schlecht. So, hier wollte ich ja eigentlich hin, ne? Bin ich noch gar nicht hingegangen. Okay. Gib mir das. Über Generationen pilgerten die Wookies zu seinem Web. Der Baum. Der heilige Baum. Weil da gibt es so viele Bäume auf Kashyyyk, ne? Muss es dann echt noch einen heiligen Baum geben? Wie erkennen die den denn? Oh, der ist 5 Meter größer als die restlichen 1 Zilliarden Bäume auf diesem Planeten. Boom. Hey, die explodieren nicht. Den halb. Ich hab die. Ich geh euch mal Erfahrungspunkte von denen. Hey. Hi. Fällt irgendwie doof, dass du kannst ja Dreier-Kombo machen, aber jeder Gegner, den du angreifst, ne? Machst du einmal Schaden und die kontern direkt. Bringt doch überhaupt nichts. Na, guck dir einen an. Der war verlangsamt. Und in der Verlangsamung, während ich ihn angegriffen habe, oh Gott, jetzt explodiert er. Hat in der Verlangsamung, während ich den angegriffen habe, hat er nur angegriffen. Schon seinen Angriff vorbereitet. Versteht ihr, was ich meine? Das ist irgendwie voll nervig. Und so habe ich denn dann diese Dreier-Kombo, wenn ich sowieso nie irgendwie ein Kombo machen kann.
wenn man schon dazwischen kaputt geschlagen wird. Gehen wir doch direkt nur irgendwie so einen Schlag. So. Okay. Gott, viel zu hoch. Ja, zum Glück werde ich irgendwie zu ihnen hingelenkt, habe ich so ein Gefühl. So. Wissen nicht, ob er freundlich ist. Das hat die neunte Schwester ausgeschaltet. Oh, ist die tot? Ich glaube nicht, dass die tot ist. Also, ich glaube nicht, dass die einfach so einen Charakter vorstellen. Nur mit dieser nie wieder auftaucht so. So, Federn. Die kannst du nicht untersuchen, ehrlich. So was kannst du nicht untersuchen. Das ist ein Naturwunder hier, was ich hier sehe, und da kann er nicht. Oder ist ein Speicherpunkt, perfekt. Okay. Ich glaube, ich lerne wieder was, ne? Jetzt kriege ich meinen weiten Sprung, ne? Pass auf. Ich schaff's einfach nicht, Meister. Wirklich? Gut. Wenn du versagst, steh immer wieder auf. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Lass niemals zu, mein Schüler, dass Ego und Heuchelei dich bremsen. Lass los, was du zu verlieren fürchtest, und erhebe dich. Nun, auf ein neues. Gut, komm jetzt her zu mir. Du schaffst das. Ah. Doppelsprung. Wir müssen nur immer wieder aufstehen, BD. Lange wir aufstehen, ist der Kampf nicht zu Ende. Endlich bin ich wieder da, wo ich vor der Auslöschung war. Frau Meister Paul ist tot. Ja, man kann den einen sehr gut, man kann den Sprung machen, wann immer man will. So im allerletzten Moment auch. Sehr gut. Das ist ja wie in Episode 1, ja. Dieses eine PS1-Spiel, da konnte man auch so einen Doppelsprung machen. So, gut. Hat seine Verbindung mit der Macht geheilt. Also vollständig jetzt, oder? Ich kann kein kurzzeitig langsam gegen Macht, eine Menge an Macht. Okay. Aber das sieht schon, ja, das sieht schon komplett aus. Erhöht jeden Lichtschwert Schaden. Okay. Und das ist genau das, was ich irgendwie mir gedacht hatte. So, ausruhen wollte ich noch. Okay, das wird das Spiel, glaube ich, ein viel einfacher machen, weil ich habe mir die ganze Zeit über hier irgendwie so gefragt, hier so, ja toll, ich kann mehr aushalten und so, ich habe mehr Macht und so, aber wenn die Gegner alle so viel aushalten, ne, dann wird halt die Kämpfe nicht so viel einfacher machen. Er ist irgendwie so meine, weiß ich nicht, in Rollenspielen gehe ich immer auf Verteidigung, weil, weiß ich nicht, da ist Überleben irgendwie, habe ich so wichtiger, weil du irgendwie voll viele Charaktere hast, irgendwie, oh Gott, ich glaube, da sollte ich nicht Doppelsprung machen, oder wie voll viele Charaktere maßen, die du aufpassen musst. Aber in so Action spielen oh, da hätte ich Doppelsprung machen sollen. Oh, ich muss mich jetzt nur daran gewöhnen, dass ich das jetzt ein Ding ist, ey. Also Action spiel denke ich mir immer, Schaden ist wichtiger, weil je schneller die Gegner kaputt sind, Monster Hunter, nämlich spiele ich auch nach dieser Logik. Je mehr Schaden du hast, desto schneller sind die Gegner weg und desto weniger Raum hast du, um Fehler zu machen, und irgendwann wirst du Fehler machen. Okay. Können wir ihm helfen? Ich sehe da schon Gegner. Was will ich mal meinen Schaden sehen? Gott. Okay.
Ich frage mich, wie. Oh Gott! Ehrlich? Hilfe, bitte. Oh, die. So. Lass mal sehen. So. Ja, wenn ich jetzt weniger Schaden gemacht hätte gegen die, dann wäre der Kampf länger, ne? Aber das Potenzial, dass ich getroffen werde. Das ist so meine Devise bei einigen Spielen. Wie gesagt, bei Rollenspielen nicht, weil da musst du meistens mehr aushalten. Ist irgendwie wichtiger, weil du mehrere Charakter immer zu managen hast in den meisten Dingern. Aber ja, wenn es um sowas geht, immer erst Schaden. Und ich bin sehr froh, dass wir Schaden haben. Und jetzt kommt da dieser Vogel, pass auf. Machen wir diese Kamera. Okay. So, ich muss mir jetzt echt angewöhnen, dass nicht diesen Sprung ab, weil die werden jetzt bestimmt so Passagen einbauen, wo ich das einsetzen muss, und ich werde dann am ersten Blick irgendwie nicht erkennen, weil ich doch meine normale Sprunghöhe so gewöhnt bin. Oder ist was zum. Weil ich fühle mich jetzt sehr viel sicherer jetzt erwartet haben. Das ist doch viel besser als ein hoher Sprung. Freies Kashyyyk. Die Ponchos sind echt doof. Ich meine, ist klar, dafür gibt es keine Microtransactions, aber dafür, dass es keine gibt, ist das die Sachen, die man hier freischalten kann, also freischalten, umso lahmer irgendwie. Gott. Ja. Du bist nicht so rumglitschen, ja. Ja, ich habe irgendwie gedacht, wir kriegen irgendwie so einen weiten Sprung oder so, ne? Aber das ist ja tausendmal besser. Ich springe wieder neben, kann ich den machen? Steht da? Ich habe gedacht, wir kriegen so einen langen Sprung, so wie in Jedi Knight irgendwie, wo wir gedrückt hast und ja, wo drückt hast jetzt so springst du halt, ne? Aber wie gesagt, das ist tausendmal besser. So. 14% erkundet. So, das heißt aber, wir müssen wahrscheinlich, wenn wir hier fertig sind in Kashyyyk, irgendwann mal nach Dings gehen, wieder zu den anderen Planeten, ja, weil jetzt wahrscheinlich alles mögliche erkunden können. So, da unten konnte man doch hin, oder? Gott, ja. Ich habe da gerade so einen Affen gesehen. Lustiger Affe. Da war wirklich was drin. Neues Outfit-Material. Ja, ist nicht so toll. Poncho, ist alles, was du kriegst. Ey. Hallo, wie geht's? Irgendwas Interessantes? Tag. Ja, die auch Tag. Guten Tag. Also da tun sie die Grenze setzen. Ich kann keinen Affen töten, aber so ein Arm. So ein Arm R2-D2 oder R4 oder was auch immer ich da damals gekillt habe. Das geht klar. Kann ich die hier runterschmeißen? Nö. So ein arm hilflosen Druiden, ne? Die darf ich abschlachten. So. Ich werde natürlich jetzt jedes Mal einen Doppelsprung machen, ne? Ist da irgendwie jetzt gar kein Grund, gar keinen Doppelsprung zu machen. Krieg endet hier nie. Alles, was wir getan haben, hat es Bedeutung? Wo gehe ich überhaupt hin, ne? Wieso kommt er auf die Idee,
irgendwie, dass das hier irgendwie der richtige Weg ist, irgendwie, weil ich hier lang gehe. Genau, Kilometer weit entfernt von da, wo ich jetzt hin muss, ne? So, 25 Minuten kommen wir, was machen wir noch? Machen wir noch weiter. Ja, warte, reichen. So, ich muss jetzt wieder 3 Fähigkeitspunkte sammeln für diesen einen Skill, hier, womit ich Macht regenerieren kann mit Stimpaks. Was hat denn Flügel? Er könnte der letzte seiner Art sein. Ne, Feder. Ich konnte nur diese bestimmte Feder untersuchen, nicht die im Nest, ne? Also wohl. Ich musste nur diese, ich durfte nur diese versteckte Feder hier. Gott. Gott, das ist ja voll broken jetzt, ey. Voll der super Jedi. Hey. Beim allerletzten Sprung, den musste ich vermasseln, ne? Oh Gott, guck mal, wie tief ich bin. Ich doch nie im Leben. Nee. Hallo? Ich wollte eigentlich einen Doppelsprung machen. Ach, komm schon. So, jetzt aber. Na, danke. Lässt mich irgendwie nie da einen Doppelsprung machen. So, ich glaube, jetzt bin ich schon wieder zu hoch. Alles klar. So. Okay. Was ist los? Wir müssen vorsichtig sein. Ich will ihn nicht verschrecken. Hey, alles okay. Wir wollen dir nichts tun. Wir sind Freunde, ja? Freunde. Ja, bestimmt nur ein Splitter im Fuß. Gut. Ein Teil des Schiffs der 9. Schwester. Wir müssen ihn entfernen. Das tut jetzt weh. Das habe ich noch nie verstanden. Nee, das kommt ja so oft vor. In Serien spielen und also was, ne? Oh, ein böses Viech hat einen Splitter irgendwo stecken. Böses Viech hat irgendwie einen Splitter am Stecken und tut dann voll randalieren, deswegen kommen die nicht irgendwie auf Idee, das irgendwie selber mal rauszuziehen. Hat der nicht gemerkt, dass der das Schmerzen hat? Oh, vielleicht sollte ich dieses dicke Metallstück mal mit meinem Schnabel rausziehen oder so. Oder bei irgendwelchen anderen Serien, wo das auch schon passiert ist, ne? Kommen die Viecher nicht mal da drauf, irgendwie selber irgendwie was daraus zu ziehen oder so? Hierüber, BD. Ja, und los geht's. Das tut auch in letzter Zeit. Neumannslackierung. Tut auch sein in letzter Zeit irgendwie, weil ich die Achilles sehen irgendwie voll weh, aber deswegen tue ich doch auch nicht Leute abschlachten. Ey. Ja, voll die kranke, das ist neu, ne? Ja, das ist doch voll die kranke Logik, ey. Ein Ausblick schöner als auf dem Wipfel dieses Baumes. Haarbäume. Okay, ja, okay, ich habe ein bisschen viel über die Cutscene jetzt rüber geredet, aber war ja klar, was da passiert, ne? Wir ziehen das Ding raus. Das Ding ist dann voll freundlich auf einmal. Oh. Nimmst du uns mit? Okay. So, jetzt hole ich mein Lichtschwert raus und wir kämpfen dann so gegen TIE Fighter. Ne? Ich schlag diese. Würde irgendwie voll keinen Sinn machen, weil ich voll winzig bin, aber. Ah, schön. So, hat das Imperium noch nicht angewählt. Ich weiß gar nicht, dass es Berge gibt auf Kashyyyk. Ich dachte, da gibt es nur Bäume. Und eigentlich voll dämlich ist, ne?
Ah, schön. Natur. Das ist wie diese eine Szene aus The Last Jedi. Wir müssen die Pferde retten. Da, wo lande ich jetzt? Da, wo ich hin muss? Der hat doch... Er weiß doch nie im Leben, wo ich hin muss. Der hat mich doch jetzt irgendwo random abgesetzt, oder? Komm schon. Sehen wir uns das mal an? Nö, genau da, wo ich hin muss. Na klar. Na, wenn ich jetzt hier untergehe, dann... Keine Ahnung. Weiß ich, tut zu viel irgendwie. Sagen Frieden und Gerechtigkeit. Okay. Oh, das ist eine Lichtschwertbank. Lichtschwertbank. Schon mal, ich meine. Nee, weiter grün. Erstmal. Was haben wir denn hier noch so? Mal das. Nee, das. Frieden und Gerechtigkeit. Frieden und Gerechtigkeit. Ich nehme an, wenn du irgendwie so bestimmte Dinger zusammensetzt, dann kriegst du irgendwie so die Lichtschwerter von verschiedenen Leuten, ne? Habe ich jetzt so ein Gefühl. Aber meinen, weiß ich nicht. So im Spiel siehst du, achtest du doch nicht auf das Lichtschwert oder so. Ich meine, das ist natürlich richtig toll, dass du dein Lichtschwert und so modifizieren kannst, aber so im Endeffekt tust du doch nie irgendwie darauf gucken im Kampf. Ey. Hast du doch gar keine Zeit für. Aber ist natürlich toll, ne? Ich weiß, ich hacke hier die ganze Zeit auf allen möglichen herum, auf die Story, auf einige Sachen, aber lasst mich. Habe ich es gefunden? Wie Sepho-Weise es vor Jahrtausenden benutzt haben. Hier in meiner Hand ruht ein Teil galaktischer Geschichte. Oh, dafür kann ich Tarful niemals genug danken. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Wir müssen nicht zurück nach Dathomir. Die Dunkelheit hat jeden Versuch vereitelt, das Astrium in Kujets Grab zu finden, aber die Macht... Die Macht bereitet uns einen neuen Pfad. Kujets Grab. Dathomir. Ja, ich habe so ein Gefühl, wir müssen jetzt nach Dathomir, ne? Und nicht, weil nicht als zweites, ne? Ja. Da war ja nicht noch was gerade am Boden oder war der? Na, klettere auf den Ursprungsbaum, was? Gut, zwei Truhen allgemein. Für den ganzen Planeten habe ich schon alles. Okay. Gut, alles klar. Ich würde dann sagen, wir beenden den Part hier, ne? Und in der nächsten Folge gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ne? Ob wir jetzt hier in Kashyyyk noch was zu tun haben. Oder ob wir nach Bogado zurückkehren, Dathomir, wo auch immer. Mir wird schon was einfallen. Und ja, ich sag dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr einen Teil lasst, doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das wäre so toll von euch. Ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, tschüss.